Recht herzlich willkommen zur 74. Folge von Aboion. Ja, wir wollten durchs Tor fliegen, aber bevor wir das machen, fiel mir noch ein, dass ich mal die Karte hier gerade und hier eine Notiz hinzufüge, wo ich glaube, Endgegner Fragezeichen eintrage, ne? Weil da war doch sowas, oder? Kann das sein? Würde ich sagen, ne? So, und dann fliegen wir dann durchs Tor. Weil mehr ist hier ja nicht gewesen, ne? Taktische Karte sagte das doch auch, oder? Weiß ich gar nicht, ob wir letztes Mal das gemacht haben, aber es sieht ganz stark danach aus, dass das das Einzige ist, was hier geht. So, dann mal dahin. Und dann da durch. Und dahinter sieht es ganz anders aus, ne? So, und da sind wir drinnen. Ja. Okay, hier ist viel los. Viele Asteroiden. Viel zum Abbauen. Gucken wir mal gerade erst in die Karte. Okay, so sieht es hier aus. Sehr schön. Gut, taktische Karte gerade einmal, rauszoomen. Okay, da ist ein Handelsposten von irgendeiner anderen Fraktion. Und das ist die einzige Erzmine, die irgendwie was macht, ne? Schwarzes Brett, was wollen die? 100 Säure und Erz muss geliefert werden. Also nichts Weltbewegendes, oder? Da ist das Tor, wo wir herkommen, und da ist das nächste. Da links wird gekämpft, der Handelsposten wird angegriffen oder was? Sehr interessant. Aber was soll's? Gerade hier ins System noch geguckt. Ist nix. Antigraf-Generatoren. Okay, die sind 111% über Preis, oder wie? Credits da. Ach, Antigraf-Generatoren und wir haben Antigraf 1. Ich war gerade im Überlegen, wo kommt der Preis weg, aber jetzt ist mir alles klar. Die kann man hier sogar kaufen, oder wie sehe ich das? Und relativ gut vom Preis her. 25, das ist. Ja, oder? Ah ne, an Stationen verkaufen. Kaufen wollen wir ja. Und da haben wir die zu teuer. Okay, dann ab zum Tor. Dass wir da reinkommen und weiterkommen. Ja, ist glaube nichts im Weg, ne? Da ist ein Planet hinter. Ja, da gibt es noch ein Tor, ne? Das war's dann. Würde ich sagen, oder ist noch mehr? Ich glaube nicht, ne? Ja, da ist noch ein Schiff. Also sonst ist da nichts. Das heißt, auf dem nächsten Tor, ne? Einfach da mal rein und gucken, was dahinter ist. Wo es dahin geht. Oh, das ging aber schnell dadurch. Sieht interessant hier aus. Sehr viel los. Karte einmal. Sprung über den Schlitz da, über den Riss im der Materie und das Reparaturdock braucht was.
Schwarzes Brett und 50 Solarzellen wollen die haben. Okay, die haben wir aber nicht. Handelskarte angeguckt. Kaufen können wir ja nichts Interessantes. Und die Graf-Einheiten wollen die haben, ja, aber nicht zum passenden Preis. So, dann auf zum Tor. Wo ist es? Achso, das ist unser Tor, da ist es das Richtige. Oh, ich wollte nicht schießen. Machen wir 1, 2, 3 aus. Und dann fliegen wir da mal hin einfach. Gucken, was hinter dem Tor noch wieder ist. Ein brauner Bereich. Und sieht so leer aus. Wahrscheinlich auch nichts drin hier, ne? Ja, hier gibt es noch nicht mal einen zweiten Weg, ne? Da ist Sabbat. Na, dann können wir mal hier unten hinspringen, denke ich. Koordinaten aussuchen und dann geht's dahin, ne? Und fertig. Sprung. Ja. Taktische Karte. Rauszoomen. Oh, da gibt es auf jeden Fall da oben was. Ist auf jeden Fall ein Asteroid, wenn nicht sogar dahin noch einer ist. Oder sieht es nur, täuscht das nur? Hm, das war jetzt nichts. Pfeiltasten? Ah, mit Pfeiltasten kann man das bewegen. Okay. Also den dicken, da ist klar. Achso, das leuchtet nur so. Ja, dann fliegen wir erstmal den an, ne? Würde ich sagen. Mehr gibt's hier nicht, ne? Gut, dann raus aus der taktischen Karte und wo ist er denn jetzt? Da oben irgendwo? Da, okay. Dann fliegen wir mal zu dem großen Asteroiden. Gucken, dass wir nirgendwo anditschen, ne? Aber sieht doch ganz gut aus, oder? So. F zum Interagieren geht schon. Eingenommen ist er. Mine gründen, aber da haben wir noch nicht, ne? Oder auch doch da. Ein Ölbohrturm können wir machen, das ist nicht so teuer. Okay, da ist nicht mehr viel Geld. Dann würde der Ölbohrturm gehen. Gut, aber was gibt uns F? Asteroid verkaufen für 144. Ist dann die Frage, ne? Ist eigentlich ein schicker Sektor hier. Ich glaube, das machen wir nicht. Hier gibt es zwar kein Tor. Tja, gute Frage, ne? Ist ruhig. Kann man auch noch ein bisschen was farmen. Besatzung wurde bezahlt, okay. Ja, und wo fliegen wir von hier aus hin? Das ist die Frage, ne? Asteroid auf jeden Fall.
da haben wir einen Endgegner, hier haben wir Asteroid. Was war da unten? Da ist auch. Nee. Okay, Asteroid angenommen. Viele Asteroiden sonst leer. Das ist ja jetzt auch nicht weit weg, ne? Ich glaube, wir machen das mal so und dann fliegen wir hier weiter runter und gucken, dass wir da unten noch eine Verbindung hinschlagen. Gucken, was hier die Blips machen. Sind ja relativ viele, ne? Wo müssen wir hin? Da. So. Und von dann. Okay, da war ein Ölbohrturm, den konnten wir uns leisten, ne? Hier ist gar nichts. Achso, wir sind ja auch im Zwischensprung. Die Frage. Ich denke mal, da sind wir dann bei einem Tor. Springen wir da auch erstmal hin. So. Und auf geht's. Aber der Motor muss noch aufladen da oben. Letzte Sekunde und los geht's. Gut, haben wir. Okay, hier ist viel los. Plastikhersteller. Na komm, lass mal gerade lesen, was der will. Energiezellen möchte der. Lass mal Güter gucken. Plastik. An Fabrik verkaufen kann man Öl. Das wäre also die Öldingensgeschichte, würde sich dann hier vielleicht rentieren mit dem Handeln. Das müsste man nochmal schauen, ne? Da ist noch was. Was möchten die haben? Die möchten Rohöl haben. Also wäre es gar nicht so schlecht, da der Ölbohrturm zu machen auf dem Asteroiden, ne? Ist nicht weit weg. Würde sich rentieren. Ölraffinerie. Plastikhersteller, kannst du alles hin und her bringen dann, ne? Ja, das muss man dann mal überlegen. So, gucken wir mal gerade. Das war der Plastikhersteller. Kreuzer. Handelsposten. Schiffen wir. Pflanzenfarm gab es noch. Kreuzer, Stahlfabrik. Was wollen die denn haben? Hier so, Stahlfabrik. 50 Kohle, okay. Ja, dann müssen wir jetzt nur gucken, dass wir noch das restliche Geld zusammenkratzen. Lass mal gerade gucken, was hier unsere Karte bringt. Okay, da Ölraffinerie. Die wollen was zum Dingens haben. Credits 420, ja, das geht sogar, ne? Fliegen wir doch da mal hin. Und nehmen das mit und bringen das dahin, oder? 73, 318. Achso, das ist der Sektor sowieso. Gut, dann fliegen wir erst. Achso, dahin ist die Raffinerie. Klar, okay. Fliegen wir erst den Dingens an, die Ölraffinerie, kaufen da ein und dann bringen wir das wahrscheinlich zu dem Plastikhersteller, der das ist. Gut, weiter geht's. Jetzt sollten wir nochmal gerade die taktische Karte bemühen. Okay. Docking Ports kommen. Drehen, drehen, drehen. Glück gehabt. Leicht angeditscht, aber geht noch, ne? Ich glaube, ist nichts kaputt gegangen, oder? Da können wir docken. Und dann Güter handeln. Bevor ich das mache,
Ja, wird schon werden, ne? Es sind nur 97, die wir da kaufen können. Ist dann ja doch nicht der Rest, den wir da machen, ne? 165, 700. Und ich glaube, das war der Plastikhersteller, genau. Fliegen wir da ein. Und dann brauchen wir da einen Docking-Port. Und okay, jetzt haben wir den Docking-Port natürlich verpasst. Wieder ein bisschen näher. Sitzen wir oben und oben. Jetzt dockt da ein anderer an, ne? F. Handel. 97, der hat was anderes gebracht. Hat man hier unten gerade gesehen, ne? Die Energiezellen. So, und jetzt 191. Da haben wir irgendwas bei 20.000 plus gemacht, meine ich, oder so, ne? War jetzt nicht so der Bringer, ne? Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll's erst für den Moment reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.